Ebenfalls von Hans-Jörg Wagner ist auch diese Statue. Sie stellt den bekannten Seeräuber Störtebeker dar. Er blickt hier in die Speicherstadt, wo er angeblich 1401 geköpft wurde. Vor kurzem wurde sein Schädel aus dem Museum für Hamburgische Geschichte gestohlen. In einem Museum kann man auch seit 2001 ein freies soziales Jahr Kultur machen. Der nächste Beitrag erklärt euch, worum es dabei geht. Das ist Johanna. Johanna absolviert gerade ihr freiwilliges soziales Jahr Kultur beim Spieltiger, einem Verein der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Wir wollten von Johanna wissen, was man sich unter einem freiwilligen sozialen Jahr Kultur, kurz auch FSJK, so alles vorstellen kann. Das FSJK steht für Freiwilliges Soziales Jahr Kultur und es dient halt dazu, dass sich Jugendliche im kulturellen Bereich engagieren und das Berufsfeld kennenlernen. Man hat im FSJ Kultur viele Seminartage, in denen man sich selbst kennenlernt und Konfliktbearbeitung meistern kann, ein bisschen darüber erfährt, sehr kreativ ist und ja, viele neue Erfahrungen sammeln kann. Was genau ist der Spieltiger und was sind die Tätigkeiten eines FSJKlers dort? Der Spieltiger ist in der öffentlichen Jugendarbeit tätig, in der offenen Jugendarbeit und hat halt diesen kulturellen Schwerpunkt dadurch, dass viele Migranten betreut werden. Und meine Tätigkeiten bestehen halt einerseits darin, mit rauszufahren mit den Spielmobilen und mit den Kindern in den Einsatzorten zu spielen und die zu betreuen, mit ihnen zu basteln, Ausflüge zu machen und so weiter. Und wie sehen die eigenen Pläne aus nach einem erfolgreich absolvierten FSJK? Also durch das FSJK beim Spieltiger habe ich auf jeden Fall diesen sozialen Bereich sehr, sehr zu schätzen gelernt, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig das ist und wie viel es den Kindern bringt. Und deshalb möchte ich auch auf jeden Fall in eine soziale Richtung etwas machen nach dem FSJK. Und zwar momentan ist mein Plan, Sozialwissenschaften mit interkulturellem Schwerpunkt zu studieren. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Wir haben ein Treffen der FSJK-Gruppe Hamburg im Marmorsaal des Deutschen Schauspielhauses besucht. Zu Gast war auch Karin von Welk, Förderin des FSJKs und Kultursenatorin von Hamburg. Wir wollten von ihr wissen, inwieweit die jungen Menschen von einem FSJK beeinflusst werden. Ich habe mich schon oft mit Teilnehmern unterhalten und ich merke, dass es wichtig ist, wirklich für die Lebensweg oder Berufsfindung. Manche entschließen sich dann wirklich ihr Musikstudium weiterzumachen, manche entschließen sich dann ein Kulturmanagementstudium zu machen oder auch einfach sie sehen, dass die Idee, Geschichte zu studieren, eigentlich nicht so gut zu ihnen passt. Also man lernt so seine unterschiedlichen Fähigkeiten, glaube ich, sehr genau kennen und kann danach sich besser einschätzen. Die Nachfrage an FSJK-Plätzen war in diesem Jahr höher als das Angebot. Wären Sie der Nachfrage gerecht? Ja, aber es ist natürlich auch ganz schön, wenn man ein bisschen aussuchen kann, dass man wirklich auch die dann raussucht, die sich besonders gut eignen für diese Erfahrungszeit. Aber es ist immer unser Wunsch, das etwas auszuweiten. Da sind wir aber auch auf finanzielle Helfer angewiesen. Und ich freue mich natürlich riesig, dass die Hamburg-Mannheimer Stiftung das wirklich großzügig unterstützt. Sonst wäre das in diesem Form gar nicht möglich. Im Ernst-Deutsch-Theater haben wir eine weitere FSJKlerin besucht. Das ist Ricarda. Wir wollten von Ricarda wissen, wieso sie sich für ein FSJK entschieden hat. Ich habe mich neben dem FSJ Kultur auch für ein normales soziales Jahr beworben, aber fand es spannender, im kulturellen Bereich arbeiten zu können, bei mir speziell im Theater, also im Ernst-Deutsch-Theater, weil das, glaube ich, eine Möglichkeit ist, die man nicht so schnell wiederbekommt. Inwiefern hat dich das freiwillige soziale Jahr Kultur in deinem weiteren Lebensweg beeinflusst? Das FSJ Kultur hat mich insofern in meinem weiteren Lebensweg bisher beeinflusst, als dass ich glaube, dass ich jetzt auch in Richtung Theater weiterarbeiten möchte. Und zwar tendiere ich momentan dazu, Theaterwissenschaften zu studieren und werde mich dann im Mai bewerben. Ja, liebe Zuschauer, Sie wundern sich sicher gerade, warum Sie mich jetzt zu Gesicht bekommen. Ich werde es Ihnen erklären. Auch ich absolviere gerade ein freiwilliges soziales Jahr Kultur bei TIDE und eine meiner Hauptaufgaben ist es, Beiträge wie den, den Sie gerade eben gesehen haben, zu planen, zu drehen und zu schneiden. Und mit meiner Arbeit hier bei TIDE und meiner Entscheidung für ein FSJK bin ich total zufrieden.